Hier ist wieder Promi-Geflüster und zwar wieder mit einer brandneuen Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Freunde von Promi-Geflüster. Jetzt heute wird es ein bisschen anders wie sonst. Was heißt anders wie sonst? Eigentlich auch nicht. Aber ich sage mal, für viele ist es vielleicht jetzt ein bisschen ungewohnt, wenn ich sage, heute haben wir jemanden aus dem Internet zu Gast. Denn sonst kennt ihr die Leute eigentlich eher aus dem Fernsehen. Die Promis, die wir sonst so haben. Und mittlerweile öffnet sich natürlich auch eine ganz neue Welt im Internet. TikTok ist ein großes Thema. Und da gibt es eine junge Dame, die von sich reden macht bei TikTok. Ich hole sie einfach mal dazu und sage hallo und herzlich willkommen, die Leo Lixl, so nennt sie sich. Ich glaube, einfach der Vorname Leo, oder? Ja, ja, Leo. Genau. Ja, TikTok, das ist ein Thema, was bei Jugendlichen, glaube ich, gerade aktuell sehr gut ankommt. Ich weiß, bei uns, bei meinen, vor ein paar Jahren war es mit Facebook, dann kam irgendwann Instagram dazu und jetzt alle auf TikTok, oder? Wie ist das? Ja, also es wechselt so die Plattformen. Je nachdem, wo die Eltern auftauchen, suchen sich dann die Jugendlichen die nächste. Okay. Ungefähr so. Mhm. Und da bist du jetzt ganz stark dabei, wie ich das so richtig mitbekommen habe, und machst eigentlich regelmäßig deine Beiträge. Wie oft regelmäßig? Ja, also das ist tatsächlich momentan gar nicht so viel. Ich hatte Zeiten, da war ich viel aktiver unterwegs. Momentan ist viel los, also ich ziehe gerade um. Da mache ich jetzt nicht unbedingt so regelmäßig Videos, aber je nachdem, wenn ich gute Ideen habe oder so, dann mache ich ein Video, wenn es mir passt. Also ich mache da ganz ohne Stress eigentlich ein paar Videos. Also keinem Druck ausgesetzt, dass du wirklich sagst, ich muss jetzt da jeden Tag oder jede Woche irgendwas raushauen, ne? Also ich denke, es wäre schon besser, wenn ich das nach einem Stundenplan, sag ich mal, mache oder nach einem Tagesplan, dann würde das wahrscheinlich besser funktionieren, aber das ist mir zu anstrengend momentan. Ja, klar, klar. Muss man natürlich auch mal sehen. Wir haben es gerade kurz angesprochen. Du hast ja auch noch einen anständigen, ja, ich will jetzt nicht sagen Beruf, soweit bist du jetzt glaube ich noch nicht. Du studierst, aber geht in einen anständigen Beruf dann irgendwann über und hast natürlich da auch viel zu tun. Und alleine nur vom TikTok kann man den Kühlschrank, denke ich mal, nicht unbedingt voll bekommen, oder? Man könnte das sicherlich mit der Reichweite, die ich jetzt habe, schon machen. Ich könnte Werbedeals annehmen oder meine Videos monetarisieren, aber da habe ich ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Also ich nehme schon ab und zu auch mal einen Werbedeal an, zum Beispiel halt jetzt für Ukulelen hatte ich jetzt einen oder sowas. Aber für irgendwelche anderen Sachen Werbung machen, passt mir gerade nicht, deswegen... Alles klar, ja gut, klar, gehört aber alles, wie gesagt, man muss es unter einen Hut bringen, dann denke ich mal. Ne? Ja, also wenn, dann würde ich mich schon auch dafür interessieren wollen und für was Cooles Werbung machen. Ja. Und da habe ich jetzt nicht so die krassen Anfragen. Also wenn es jetzt was richtig Cooles ist, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Aber ist es bisher nicht. Ist es noch nicht so. Okay, kein Ding. Weil du es gerade angesprochen hast, Ukulele, damit ging es ja wirklich los. Was war denn so dein erstes Video, was du bei TikTok reingestellt hast, wo es wirklich dann, sage ich jetzt mal, auf Resonanz gestoßen ist? Das weiß ich, als wäre das gestern gewesen. Das ist bis heute für mich so besonders. Okay. Damals hieß die Plattform noch Musical.ly. Und ich hatte wirklich am Anfang gar keinen Plan, was ich da mache, beziehungsweise ich wusste auch nicht, dass die Community da schon so groß ist, weil ich der Meinung war, die App kennt eigentlich niemand und vor allen Dingen auf meiner Schule wird das bestimmt niemand sehen. Da lag ich falsch. Und ich habe ein Video gemacht, da gab es so eine Challenge und da sollte man zu seinem Haustier singen. Mhm. Also die Challenge hieß Sing to your Pet. Und ich habe meiner Katze damals was vorgesungen und meine Katze fand das richtig scheiße. Also die hat mich angeschaut so, ich springe dir gleich ins Gesicht. Und das Video auf einmal über Nacht, also ich bin morgens aufgewacht und ich sehe, das hatte dann irgendwie 10.000 Likes.
und hat über den Tag dann so 70.000 Likes bekommen und ich hatte bis dato gar keine Follower, also nix. Okay. Und ich sehe diese Zahl und denke mir so, was? Also 70.000 Leute haben dieses Video mit gefällt mir markiert, das ist ja unglaublich. Und dann war ich total geflasht und habe noch viel mehr Videos gemacht. Also, interessant, interessant, genau. Das war so mein erstes, was viral gegangen ist. Aber da war die Ukulele noch nicht im Spiel. Nee, aber schon dann in dem Zeitraum. Ich habe von Anfang an eigentlich dann Videos mit der Ukulele gemacht. Also mein erster Coversong, quasi das erste Mal, wo ich im Internet gesungen habe, war mit Ukulele. Mhm. Also das war so mein Start. Okay, genau. Dann würde ich vielleicht jetzt mal ganz kurz vorschlagen, dass sich die Zuschauer ein bisschen was vorstellen können, wie das mit der Ukulele klingt. Du hast sie, glaube ich, griffbereit, oder? Ja. Bloß mal zwei, drei Takte, also jetzt nichts Großes, bloß mal ganz kurz. Ja, also das Besondere an der Ukulele ist, sie hat nur vier Saiten. Also es ist keine Mini-Gitarre. Es gibt auch Mini-Gitarren, aber eine Ukulele ist keine Mini-Gitarre. Soll ich auch was dazu singen oder soll ich nur was spielen? Das überlasse ich dir jetzt. Okay. Bye. Vielleicht sind wir jetzt verliebt. Doch du lebst gefühlt am anderen Ende der Welt. Vielleicht wären wir verliebt. Und das mit uns wäre was, das für mein. Vielleicht wären wir verliebt. Ah, ah, ah. Ah, sag, wären wir verliebt. Sehr gut, sehr gut. Moment, da habe ich ja noch was. Moment, kleinen Moment. Und zwar. Danke, danke. Bitte gerne. Sehr schön. Und dann ist jetzt auch, sind dann Musikproduzenten dadurch jetzt auf dich aufmerksam geworden, gell? Vor ein paar Jahren schon. Ja. Oder wie lange liegt das zurück? Oh, schon lange. Also bestimmt jetzt. Puh, 4 oder 5 Jahre. Es müssen jetzt 5 sein. Oder okay. 4? Ungefähr. Ja. So. Aus München. Und was war das dann damals für ein Gefühl, als du dann damals so einen Anruf von Musikleuten bekamst? Also erstmal war das eine E-Mail und ich war da gerade in der Schule im Unterricht und habe auf meinem Handy was gemacht, was man natürlich im Unterricht nicht machen soll. Im Straßenverkehr übrigens auch nicht, ne? Genau. Hä? Was soll man? Ich sag im Straßenverkehr übrigens auch nicht. Ne? Nee, das will ich aber nicht machen. Aber im Unterricht damals, es war Mediengestaltungsunterricht und mir war langweilig. Ich war auch schon fertig mit meiner Aufgabe. Okay. Also, und ich habe diese E-Mail bekommen. So, ja, hey, wir sind Produzenten und wir haben dich auf TikTok gesehen und wir fänden dich cool. Willst du mit uns Musik machen? Willst du Musik produzieren? Und dann habe ich das meiner besten Freundin gezeigt und meinte so, Alter, nee, das stimmt nicht. Also das ist doch jetzt fake, oder? Ne, das gibt's jetzt nicht wirklich. Und sie meinte auch, ja, das ist bestimmt nicht echt. Und dann habe ich geantwortet aber und habe geschrieben, nee, das klingt nicht echt, kein Interesse. Und habe halt abgesagt und dann, der Kevin damals hat dann gesagt, ah, lass uns mal telefonieren, ich überzeug dich, das ist wirklich echt. Und dann war es echt. Ja. Die haben also nicht locker gelassen und dann warst du in München dann im Studio dann entsprechend. Dann habe ich Musik gemacht, ja. Dann bin ich da einfach hingefahren, ich habe meine Ukulele eingepackt, ich habe meinen Eltern gesagt, hier Mama, Papa, ich fahre jetzt nach München ins Tonstudio, ich werde jetzt berühmt. Und dann bin ich weggefahren. Wie war das dann bei dir zu Hause? Was haben die Eltern dann gesagt? Du spinnst oder haben dich erstmal hier für verrückt erklärt oder haben sie dich unterstützt dann gleich und gesagt, versuch's mal? Also meine Eltern waren ja schon so ein bisschen schon eingeweiht in diese ganze Videosache bei TikTok. Und am Anfang, als ich angefangen habe, Videos zu machen, fanden die es schon so ein bisschen komisch und dachten sich so, okay, warum machst du das? Aber ich habe denen eigentlich von Anfang an meine Videos auch gezeigt. Ich war sehr stolz auf meine Videos. Also ich habe denen jedes Video am Abendessenstisch vorgezeigt. Okay. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich auch schon ab und zu, habe Freunde in irgendwelchen großen Städten besucht, die ich über die App kennengelernt hatte. Und als ich dann gesagt habe, ich fahre jetzt nach München, war das jetzt nicht so eine große Überraschung.
Und meine Eltern waren halt am Anfang ein bisschen skeptisch, weil sie auch dachten, ist das wirklich echt und was wollen die jetzt von dir? Und nicht, dass das jetzt irgendwie was Komisches ist, aber unterstützt haben die mich eigentlich von Anfang an. Okay. Also meine Eltern sind meine größten Fans. Das ist doch gut und auch wichtig, denke ich mal, gerade jetzt in der großen Musikbranche, die ja doch nicht immer ganz so durchschaubar ist, ganz klar, ne? Ja, und dann sind jetzt schon ein paar Songs entstanden und ich habe es auch hier. Es gibt eine ganz aktuelle. Man könnte da mal zumindest hier das Cover sehen. Wirst Ja. du heute mit mir alt? Und das hat mir persönlich jetzt auch sehr gut gefallen. Vor allen Dingen auch das Video dazu, wo man wirklich auch ein älteres Paar sieht, was so ein bisschen verrückte Dinge macht und so ein bisschen auch wieder an die Jugend, an ihre Jugend zurückerinnert wird, ne? Genau. Ja. Ja, das war auch meine Videoidee und ich habe total verzweifelt nach alten Leuten gesucht. Ich habe einfach niemanden gefunden, der dafür sich eignet oder der da Lust drauf hat. Und ich habe im Endeffekt einfach bei eBay reingestellt, Oma und Opa gesucht und dann habe ich die zwei gefunden. Total schön, das war im Endeffekt perfekt. Das hat so gut funktioniert. Die sind so, ich liebe beide so sehr. Die sind, das ist so gut gelaufen, die sind so süß und haben das so toll gemacht. Ich bin total stolz, dass das Okay, ja, Video so nee. geworden ist. Kommt wirklich gut rüber und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Wir, nee, hier auf der Seite oben machen wir mal die Infokarte rein für alle YouTube-Zuschauer. Dann könnt ihr da auch mal draufklicken und das Video anschauen. Jetzt sagtest du, du suchst die oder hast die beiden ausgesucht. Machst du alles dann in Eigenregie oder wie entsteht deine Musik jetzt gerade? Oder gerade jetzt dieser Song auch speziell Text, Musik. Wie arbeitest du da mit den Produzenten zusammen? Dieser Song ist jetzt nochmal besonders zu betrachten, sage ich mal, weil das ist jetzt gar nicht mehr mit dem Produzententeam, die mich entdeckt hatten. Wir haben Okay. uns letztes Jahr im Winter wieder getrennt. Und dieser Song ist tatsächlich erstmal hier bei mir zu Hause entstanden. Ich habe den geschrieben, dann habe ich ihn verworfen, dann habe ich ihn wieder überarbeitet, wieder aufgenommen, dann habe ich ihn neu geschrieben. Also den habe ich hier rumliegen gehabt für eine ganze Weile. Und dann habe ich mit einem neuen Produzenten gearbeitet, aus der Gegend hier in Offenbach habe ich mit dem den Song aufgenommen. Und dann, ja, dann haben wir das Video dazu geplant und haben das quasi auch eher low budget selber organisiert, sage ich mal. Aber mit den Videoproduzenten, mit denen ich vorher schon mal gearbeitet hatte, also das sind Leute, die ich total schätzen gelernt habe. Und die haben mir da auch viel geholfen und dann haben wir das Video gemacht und haben das rausgebracht. Das ist doch eine gute Sache. Und ich denke mal, man braucht heute gar nicht unbedingt mehr so eine große Company dahinter. Man sieht, Social Media, wenn man es richtig gut macht, kann man da schon auch entsprechend zum Erfolg kommen, ne? Das stimmt. Also ich würde schon sagen, gerade so große Labels und so, die sind jetzt nicht unberechtigt. Also das ist schon Ganz klar. schön, bei einem Label zu sein, weil man ist natürlich finanziell auch abgesichert. Also man muss halt die Kosten nicht selber tragen und dann das Risiko quasi auch nicht tragen. Also wenn man tausende Euro in seinen Song reinsteckt und der floppt, Klar. dann bleibt man halt drauf sitzen. Und so würde das Label, sag ich mal, drauf sitzen bleiben. Aber natürlich hat man mehr Freiheiten, wenn man nicht bei einem Label ist. Also es ist halt so ein, ich würde nicht sagen, Labels sind nicht nötig. Aber man könnte, es geht auch ohne. Ist also durchaus alles möglich dann auch ganz genau. Gerade Ja. in der heutigen Zeit, ich denke mal, also da hat sich doch schon einiges geändert. Ja, Auch total. dass man jetzt nicht unbedingt mehr eine große LP rausbringt. Ich glaube, am Anfang ist es auch da schwierig. Dann versucht man es lieber eben auf die Stück für Stück mit einzelnen Singles, ne? Ja, es funktioniert, glaube ich, heutzutage auch gar nicht mehr so gut, ein Album rauszubringen oder eine EP oder so, Ja. wenn man nicht schon eine Fanbase hat. So ist es, so ist Und es. die Streaming-Welt, also ich habe ja keinen Song auf CD rausgebracht bis jetzt, sondern nur, quasi nur online. Und die Streaming-Welt ist halt sehr, sehr schnelllebig. Ja. Also ist halt
Das hat sich halt auch verändert. Ganz klar, also ich kenne es noch natürlich hier, ich kenne auch noch die Single-Schallplatten, Schallplatten aus Vinyl, ne? Das ist mir noch in meiner Jugend in Erinnerung. Und so hat sich natürlich alles geändert, ne? Natürlich, ganz Ja. klar. Als dann die CD kam und jetzt heute alles natürlich als MP3-Streaming und so weiter, ne? Ganz genau. Wie sieht deine Zukunft aus? Was denkst du? Wo siehst du dich in den nächsten 2, 3 Jahren, 4 Jahren, wie auch immer? Wie soll es Tja, weitergehen? auf der einen Seite habe ich würde sagen, konkrete Pläne. Auf der anderen Seite will ich eigentlich gar nicht planen, weil das macht, finde ich, nur Stress, wenn man einen großen Plan hat und der wird dann nichts und dann ist man enttäuscht und traurig und so. Aber ich denke mir natürlich schon, auf jeden Fall möchte ich in der Musik weiterarbeiten. Ich habe viele Ideen und viele Wünsche und Träume, die ich auf jeden Fall auch nicht liegen lassen will. Also ein Album ist absolut mein großer Traum und ich möchte nichts mehr als auf die Bühne gehen. Also möchte ich schon sagen, ich möchte in Zukunft genau das. Auf der anderen Seite will ich aber auch mir keinen Druck dahinter machen. Also ich möchte auf jeden Fall einfach weitermachen und gucken, was geht. Und ansonsten habe ich ja mein Studium, mein Plan B. Und dann könnte ich ja auch was Richtiges machen, wie es man so gerne sagt. So. Genau. Deswegen. Nee, also auf alle Fälle wünsche ich dir dann auf der, ja, Karrierebahn, sowohl musikalisch als auch im richtigen, viel, viel Erfolg, das ist ganz klar. Danke. Und irgendwann kommt's mit Sicherheit dann. Und ich denke mal, auch kleine Auftritte, die kann man immer wieder machen, irgendwo, wenn es jetzt wieder möglich ist. Ich glaube, das ist wirklich besser, als wenn man dann auch gleich jetzt große Erwartungen hat und irgendwo Ja. ja, was weiß ich, da in der Frankfurter Festhalle oder sonst wo auftritt, ne? Muss gar nicht sein. Richtig, genau. Kann man dich dann ein Stück weit auch als Singer-Songwriter bezeichnen? Ja, also das ist auch eine andere Sache, die ich auf jeden Fall plane. Ich schreibe ja meine Songs selber, aber ich habe auch vor, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, auch Songs für andere zu schreiben. Also ich schreibe schon öfter mit anderen Künstlern zusammen in Sessions. Manchmal schreiben wir Songs, da wissen wir noch gar nicht, wer die am Ende bekommt, sag ich mal. Aber ich hätte auf jeden Fall große Lust dran, auch Songs für andere Leute zu schreiben, weil Songschreiben ist das hört nie auf. Da kommt so viel und da gebe ich gerne auch was ab. Okay, was steht dann bei dir zuerst im Vordergrund, eher die Musik oder sind es erst die Texte, die Geschichten, die erzählt werden? Ja, schon der Text. Und ich Erst muss der auch Text. sagen, wenn ich Musik höre, dann höre ich auch in erster Linie auf den Text. Also natürlich ist mir wichtig, dass der Song gut klingt, aber wenn ich jetzt Radio höre oder so, dann versuche ich hinzuhören, worum geht's in dem Song? Kann ich mich damit identifizieren? Und zum Beispiel ein Gitarrist, der hört dann auf die Akkordreihenfolgen oder auf Gitarrendinge und solche Dinge. Und ich bin halt eher dann gleich so fokussiert, was geht da inhaltlich ab? Was sind es bei dir dann hauptsächlich so Geschichten aus deinem Umfeld oder Weltgeschichte oder was sind so deine Themen, die du verarbeitest? Ja, schon so mein Alltag, meine Gefühle. Ganz klassisch Liebesgeschichten, was ich so loswerden muss. Also ich würde gerne tiefgründig und vielleicht politisch großartig schreiben, aber im Endeffekt, ich schreibe meistens das, was einfach von der Seele runter muss. Das entscheide ich gar nicht aktiv. Das Es ist dann kommt so. einfach, es kommt Ja. einfach, genau. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Ja, dann haben wir es eigentlich auch schon fast wieder geschafft, jetzt über dich hier ein bisschen was zu erfahren. Jetzt für alle Fans draußen, die trotzdem noch ein bisschen mehr wissen möchten, wo können sie dir folgen heutzutage? Welche Plattformen bedienst du alle? Ich bin eigentlich überall, außer bei Twitch. Ich bin nicht. Es gibt eine Leo Lixil bei Twitch, das bin ich aber nicht. Ansonsten, ich bin bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook. Was gibt's noch? Ich bin bei Twitter, das benutze ich aber auch nicht. Aber ich habe da auch einen Kanal, also
Am besten wäre. Muss überall präsent sein, natürlich, klar, gehört dazu. Ja. Ja, total. Also bei Twitter, vielleicht nicht unbedingt. Wenn ich politische Meinungen habe, vielleicht. Okay. Aber so die Führenden, genau. Ich sag so die Führenden oder die Gängigen, da bist du auf alle Fälle dabei. Genau. Ja, also Instagram und Facebook auf jeden Fall. Und dann YouTube natürlich für meine Musik auf jeden Fall. Ja, und ja. Klar, Spotify und Apple Music und den ganzen Kram dann für meine Songs. Eigene Homepage dazu gibt's jetzt nicht wirklich. Ne? Nee. Social Medias reichen aus. Ja, also ich hätte schon gerne eine Homepage und wir hatten auch schon mal drüber geredet. Vor allen Dingen mein Papa, der ist Softwareentwickler und der sagt, ach, wir müssen unbedingt eine Homepage machen und so. Aber ich glaube, meine Zielgruppe sind schon eher jüngere Leute. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand noch so eine Website besucht. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt nötig ist. Ja, klar. Nee, also du hast es da besser im Griff. Du weißt eher Bescheid, was deine Zielgruppe anspricht. Und ich denke mal, da bist du auf einem guten Weg. Genau. Ich denke auch. Das wird schon. Gut, dann sage ich herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, nochmal viel Erfolg. Und wir bleiben in Verbindung, denke ich mal. Vernetzen uns auch mal. Ich habe schon mal ein Follow gesetzt bei TikTok. Hast du das vielleicht noch nicht bemerkt bei der Vielzahl, ne? Ich habe es nicht gesehen, ne. Genau, aber das wird sich hoffentlich ändern. Ich gucke jetzt. Alles klar. Also, mach's gut. Den Zuschauern herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und so das Abschlusswort, das darfst du jetzt an die große, weite Welt richten. Okay, also danke, dass ich da sein durfte. Und ja, wenn ihr meine Musik euch anhören wollt, ihr findet sie überall im Internet.